So. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen, liebe Fangemeinde und auch Nicht-Fangemeinde. Oder Neider, Hater, ist mir alles scheißegal. Denn ich bin arrogant, müsst ihr wissen, ne? Das hab ich heute schon wieder zu schmecken gekriegt. Ich bin auch echt eine arrogante Sau, ey, ohne Scheiß. Unglaublich, unglaublich. Kuna, wie kann ich nur? So, wir brauchen Rüstung zerlegen. Warte mal, eine Rüstung müssen wir aufwerten auf Max, oder? Eine. Naja, machen wir gleich mal, wenn es funktioniert. Gucken wir mal. Geht das? Sehr gut. Braucht man echt nicht, aber besser als gar nicht. Unerwartet. So. Hat das gezählt? Ja, hat gezählt. Geil. So, ich muss Stufe 50 erreichen. Rüstet jeden Platz einen legendären Gegenstand. Das kriegen wir auch hin. Schließkathedrale ist noch zu schwer. Windschutz, Leute, der hassefeindliche Gebiet. Nee, PvP macht man nicht. Also wir müssen jetzt eigentlich nur leveln. Leveln. Okay, machen wir mal am besten. Also ich würde fast sagen, wir schauen, dass wir die Gebiete alle auf Stufe 3 kriegen. Damit wir die Punkte kriegen. Also in HWZA brauchen wir auch noch Punkte. Dann gehen wir erstmal nach HWZA und machen hier die Teile fertig. Den Stützpunkt da oben. Und dann kriegen wir ein paar Punkte. Später mache ich Zeit, wenn du nicht arbeiten musst. Ich bin heute auf Abruf leider. Das, was mich richtig ankotzt, man kann einfach nichts planen gerade. Später vielleicht noch eine Runde WoW. Da werde ich meinen Paladin weitermachen, weil der ja am meisten Erfolgspunkte hat. Und nebenbei wird mein Druid noch weiterspielen, der auf 70 jetzt ist. Da bin ich aber jetzt. Hast du jetzt auch Erfolge? Ich habe mein Paladin ist ja meine, aber ich muss die Erfolge nachholen. Ich bin jetzt, also ich habe alle Erfolge bis Mist of Pandaria. Alle? Alle Erfolge bis Mist of Pandaria komplett. Ui. Danach halt immer so stückelweise. Ich habe mich die Tage gefreut. Ich habe WoD Außenbereiche fertig. GZ? Bis auf ein Pad. Aber das war erst, als ich meine Angaben geändert habe. Leider. Kurzzeitig war ich fertig damit. Ja, bei Orchard Things kannst du ja sehen, was dir in den Gebieten fehlt. Das ist dann ganz schnell. Ich weiß. Da habe ich ja geguckt. Der meinte fertig. Naja. Aber ich farm nicht alles. Na, ich muss gucken, dass ich unbedingt noch die, den Monatsabschluss mache wegen dem Handelsposten. Das brauche ich. Das Mount ist auch mega. Naja, und ich brauche das ja, weil du brauchst ja 12 für den Abschluss, den du kriegen kannst bei den normalen. Ja. Deswegen musst du noch machen. Vielleicht mache ich mach das mal eine kurze Runde hier und dann mache ich das vielleicht nachher gleich. Ach, der kam. Für die Horde! Whee! 38? Alter, warum sind die 38? Hä? Das ist ja mies. Ach so, jetzt machen wir das auch. Fehler meiner Vergangenheit werden mit eurem Blut. Schön. Mit meinem Blüte. So, gucken mal, vielleicht schaffen wir ja heute, dass wir sterben. Dann kriegt ihr auf jeden Fall euren Key und dann könnt ihr euch die Eier lecken, ne? Denn wir sind ja arrogant. Gekuna, wie können wir nur arrogantes Pack sein, sag's dir. Ah, muss ich den. Müssen wir so schon. Wieder ein Hordler, hau ab. Ich habe schon überlegt, Hordler zu spielen und dann Matze ein bisschen abzufarmen, aber dann heult er gleich wieder. Macht das. Kommt er so um die Ecke, kriegt erstmal direkt eine Kette von meinem Paladin. Weil mit dem ich full equipped bin für PvP, weißt du? Ja. Ja, der René hat auch. Ich habe ja den René gehabt jetzt die Tage. Der hat gefragt, ja. Warum wir jetzt nur noch so spielen. Und so, ja, du. Momentan Diablo halt wegen der Season. Aha. Und Clemens spielt ja auch die Season. Okay. Ja, ich spiele ja einen roter Barb. Wenn ich sterbe, spiele ich einen Pulverisierungsdruide. Okay.
Wenn mir der das jetzt versaut, der trinkt. Sowas musst du meistens abends machen. Boah, ich mach jetzt einen Versuch, dass ich die Verdachtung mache. Night Fever, Night Fever. Lalalalalala. Ich habe einige Erfolge, wo mir nur noch einzelne Dinge abgeben. Ja, bei Instanzen ist es ganz schlimm oder Raids. Da habe ich auch so viel. Ich habe die ganzen Instanzen nicht gespielt von, glaub von WOD aufwärts. Da fehlt mir überall was. Ja. Nicht WOD, ich meine Miss Padaria. Da fehlt mir richtig überall Kram. Naja. Weil das Älteste, was mir fehlt bei den ganzen Meta-Folgen, ist. Dragonfly. Mehr ja, Dragonfly fehlt mir auch ein bisschen was. Ey, dieser Bastard haut jetzt den Token mal rot rein, obwohl der nicht rot reingehört. Was ein Vogel, ey. Lalalalalalala. Ich glaube, ich probiere das nachher nochmal. Aber das hat keinen Sinn, wenn da wer andere dasselbe macht. Nee, das ist wirklich so. Da brauchst du halt schon eine Gruppe, damit das flott geht. Ja. Hammer der Uran ist so geil zu spielen, der macht so Laune. Später macht er Milliarden Schaden, ne? Wenn du dir dafür auf Gear hast mit den richtigen Dinger, Ringe und so, boah, das ist so mega. Geil, wir bekommen den, von dem ich nichts hab. Hey. Jetzt reicht mir aber hier. Gut, Mann. Mit dem da. Müsste man eigentlich abgeben können. Denke ich mal. Ey, was für Affen. Affen oder richtige Affen? Richtige Schimpansen. Oha, ist aber ja gemein zu den Leuten. Machen all the things, alles außer Vorlagen. PvP fehlt mir richtig viel. An der Folge. PvP bin ich fertig. Echt? Mit allem? Nein. Ich habe 198 nur. Boah, also PvP fehlt mir richtig viel. Ja, mir auch. Ist bei mir schwierig, weil mir bei manchen BGs nichts mehr fehlt. Okay, bei mir ist mal wieder was. Ich melde jetzt immer einzelne an. Ach so, okay. Ich habe nichts davon, wenn ich Kriegshymnenstuch mache, wo ich alle Erfolge habe. Ja, das ist natürlich blöd. Und gefühlt komme ich immer da rein. Naja. Ich spiele die gerne, wenn Dings ist hier. Kinderspiel, das ist geil. Macht Laune. Ja. Da kannst du fahren. Wo ist denn jetzt der letzte Typ hier? Warte mal ab, was die jetzt machen. Es hat ein paar Flaschen gebraucht. Doch der gute Sir Tristan steht uns zur Seite.
gesagt, wir sollen uns nicht um die kleineren Krypten kümmern. Da liegen nur einfache Soldaten. Blödmänner. Wir sollen Eisenwerkzeug nehmen und in die großen Krypten. Zaut der die Beleidigungen raus. Dort ist das Gold. Akkarat vergebt und wacht über uns. Vergönnt uns den Abend. Wo ist jetzt der letzte Kram? Ich habe gerade übelste Renderprobleme. Lol. Sag mal, das ist wieder so typisch. Findest du jetzt einfach die Typen nicht mehr, ne? Da ist niemand mehr. Und die Kluft da rein. Ah, okay. Da liegt er. Da ist er gerade hingepult worden. Ach, Kuna, das wird ja ein Späßchen werden. Wenn sie dann sagen, ja, wenn du was anderes spielst, du bist arrogant. Ich freue mich schon drauf. Oh, Witz, ich freue mich richtig drauf. Man kennt sich aber. Ja, auch und der Rest weg, wenn wir in Ruhe ankommen. Die können auch nicht ewig da bleiben. Easy. Oh, danke. Kann man eigentlich mit Horde und Allianz in eine Gruppe gehen und Erfolge machen? Weiß ich nicht. Das kann ich dir gar nicht mal testen. Das kann ich dir gar nicht sagen, genau, wirklich nicht. Nix so. Kann, ey. Was? Auch ganz sein. Ja? Wenn du weiter so machst, dann zieh ich dich nach Afghanistan, dann kriegst du von mir eine Kalaschnikow in die Hand und dann spielen wir Abenteuerurlaub. Nein. Ja, aber mein richtig, Junge. Abenteuerurlaub war Syrien. Was? Nur Syrien? Ist ja langweilig. Ja. Ich war da schon, weißt du, wir fahren da jedes Jahr hin. Ja, zum Spielspaß, ne? Ja. Das war ich nicht, aber ich bin das Spiel gebannt. Was haben die vor? So, und das Ast. Der ist Stufe 40, der ist Stufe 39. Okay. Das heißt. MacBook ist wieder ab. Wieso, was los? Nein, ich bekomme die ganze Zeit Einladungen, obwohl ich hier noch fahren wollte. Na, mein Besten, vorhin geht's gerade nicht so gut.
mit ihrem Opa, der ist schwer krank. Du weißt, sie sind ihre einzigsten. Wer ist krank? Von meiner besten Freundin, der Opa ist schwer krank. Ja. Hat Krebs und alles. Jetzt hat er eine OP gehabt, die sehr schwer war. Und da geht's richtig dreckig. Das Problem ist halt, dass sie halt nur ihre Großeltern hat, weißt du, ihre leiblichen Eltern sind halt Arschlöcher. Und naja, jetzt ist er wahrscheinlich, der ist todeskrank und jetzt bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Ich hoffe, dass das noch eine Weile geht, weil das wird, wenn der wirklich gehen sollte, das wird sie richtig runterreißen. Ja. Ja, aber Mami da sein kann ich nicht. Ja. Gerade sie ist ja so. Zu wenig aus, aber wenn du schon weißt, Chance ist null. Ja, das ist halt für sie aber trotzdem schwer, ne? Ja. Kent weiß ja, wie die Frauen dann sind, die klammern dann halt in dem Punkt, aber. Ja. Es wird schon werden. Gibt immer schon. Bestimmt. So, wir brauchen Blau, Leute. Da haben wir auch einen Punkt. Da haben wir drei, No Mercy und das andere. Das ist das dann, ne? Keine Gnade und Grubenkämpfer. Fügt Gegnern mehr Schaden zu. Okay, was ist das nächste? Konfrontation. Ja, Maximum Wut ist immer gut. Wut um 3. Das dann, ne? Bleibende Wut. Ich habe jetzt 100 Wut, aber also 3 maximal Lebens wieder. Okay. So, das ist einmal. Der ist nur 30. Und erstmal den Portal. Scheiß da. So, schauen wir mal. Mal bis Stufe 3 können wir auf jeden Fall machen. Sind wir bald? Bitte sag mir, der weiß, welchen wir noch brauchen. Lässt ja sehen. Ja, ich habe Angst. Jetzt anbringt. So, wie viel haben wir jetzt hier? Brauchen wir noch 145. Also Stützpunkte brauchen wir E2 wegen den letzten Schrein von Lilith. Das wäre in dem Punkt Scheiterhaufen. Oh, der ist heftig. Scheiterhaufen ist richtig heftig, aber geht schnell. Da müssen wir auch hin, damit wir hier rein können. Eisenfeste wegen den Eliten und Leggy Farm. Gehen wir erstmal hier rum. Bleibt da. Hier ist auch kein Stützpunkt. Miries. Dann kommt die mal schnell dahin. Wünsch mir Glück. Ja, hoffe ich. Bam! Hast du? 20 Anima. Geil! Hast du ihn? 20 Anima. Was will man mehr? Na, Anima. Ja, Mann. Oh, ich hab's nicht vergessen. Er dankt mir sogar. Was, dass du Anima gekriegt hast für ihn? Nein, damit, dass ich gewartet habe, weil der ist Horde, ich bin Allianz und wir konnten uns nicht absprechen, was wir wollen. Aber scheinbar wollte der das Mount fahren, also habe ich da mitgemacht. Okay. Bin ein netter Kerl. Nee, wenn du was anderes spielst, bist du arrogant. Jetzt sag einmal.
Du machst Erfolge, du hilfst dir Gilde nicht, unterstützt nicht. Also sowas Arrogantes wie dich kenne ich gar nicht. Okay. Hast dich nicht wundern, wenn du arrogant dastehst. Und die erste Beschwerde kommt, warum die Killenbank noch nicht 99,99 hat. Kommt dann, ey Guna, kannst du immer ein bisschen mehr machen? Schließlich sind wir, schließlich musst du ja auch für uns mitsammeln. Oh geil, das ist einfach zu geil, ohne Scheiß. Eigentlich ist es traurig, aber ich find's trotzdem genial. So. Ey, mir fehlen so viele Erfolge. Ditto. Mach jetzt hier noch 10 Minuten, dann werde ich auch noch in der WoW spielen. Wenn wir Party weiter. Mein Krieger hat Spielzeit 306 Tage. Nicht mehr? Nein. Ich habe halt Dragonflight 8 Tage auf dem. Ja. Ich glaube, ich hatte Legion 280 Tage. Oder 260. Ich habe dann lange keinen Krieger gespielt. Beziehungsweise keinen WoW. BFA habe ich komplett ausgesetzt. Dann hat sich meine Raid-Gilde aufgelöst, dann hatte ich keinen Bock mehr. Gilde suchen war noch nie meins. Ich bin froh, wenn ich irgendwo drin bin, aber Gilde suchen. Nee. Nee. Aber warum? Nee, warum denn nicht? Zauch einmal. Das ist ja mal anstrengend, du Uschloch. Wo kommen wir denn da hin? Ja, du musst ja einfach mal anstrengen, du Uschloch. Arschloch. Nee, Uschloch. Für Arschloch hat's nicht. Für Uschloch hat's nicht gereicht für Arschloch. Oh. Yes. Weil dafür bin ich zu Auge. Oh. Du wirbelst der Käfer. Ich hab ein Pet bekommen. Den Wirbelkäfer. So, nächstes Ding auf der Liste. Ja, mein Quatsch, quatsch hier nicht, Junge, sondern gib uns den Stützpunkt frei. Komm. Ich hab Besseres zu tun, als mit dir rumzuquatschen. Brenne auf deinen Scheiter auf und halt die Kusch. Jetzt auch einmal. Naja, ist doch wahr. Der quatscht mich hier voll. Das interessiert mich jetzt gar nicht. Oh, Arrogante haben einfach keine Zeit. Gemacht. Das ist doch normal. Das haben die wirklich geil gemacht. Wenn du den Schatz looten gehst, kommt die Karasan-Musik, auch wenn du Musik ausgestellt hast. Ich finde witzig, wie alle Streamer, wirklich alle, hier dieses neue Ding gemacht haben. Ja, Karasan und so, da gibt es wieder Klamotten. Jeder bekannte Streamer hat dieses Video gemacht. Das ist einfach so lächerlich. Also ich meine, und dann fast 1:1. Ja. Das ist so dumm. Das wäre mir viel zu blöd, ein Video reinzuknallen, was halt jeder schon hat. Nur wegen vielleicht 1000 Followers. Aber gut. Yes. Ich habe ein geiles Item bekommen. Spiritueller Mana-Trank. Danke. Gut. Erstmal benutzt. Hatte ich mehr Mana als davor. Ja, Krieger. Aber auch nur auf dem Papier, oder? Jetzt auch einmal. Metzelt sie nieder! Okay. Aber wir müssen mal all the things farmen. Hä? Wir müssen mal gemeinsam all the things farmen. Nächster Scheiter, Hilfe! Wisst ihr, wen ihr zu Hilfe sucht? Brauche ich von dir was? Nein. Das ist jetzt durch Deck, das
ist hier keine Sau mehr. Hm? Nervt mich auch schon wieder. Was nervt dich? Wenn ich hier nicht die Schleime farme, ist da gar keiner, der es macht. Und wenn ich farme, kommen irgendwie 10 Leute, die Scheiße bauen. Das ist normal. Nein, ich schreib die an, ich mach Tickets. Die farmen auch wie du. Deswegen schreibst du jetzt ein Ticket oder was? Ja. Ich spiel doch nicht in MMO, damit da andere Leute sind. Bin ich bekloppt? Wie kommen wir denn da hin? Wenn nicht jeder machen darf, was da will. Auf Deutschland. Oh. Oh oh, nach Deutschland. Schäm dich, Wasser. Aber Österreich ist doch besser. Ja, genau. Red's dir ein. Österreich gleich besser als Deutschland. Ja, wie dem ist das jetzt? Meine Mama. Der war gut, der war echt gut. Und meine Mama liebt mich. Der war echt gut. Ich meinte so moin. Dann meinte die ja moin. Österreich ist besser. Jetzt kommt gleich direkt Beschwerde von den Spielern. Was hast du denn da für ein Schlumpf bei dir mit drin? Als ob. Die fragen, ey, wer ist denn der nette, sympathische Dude bei dir im Voice? Der soll mal streamen. Der Schatten. Ehrwürdige Kreuzritter der Zakharov. Unser Nachbar Eriman ist die Hexe, die ihr sucht. Mit diesem Zeichen des guten Willens bitten wir euch um Gnade. Lasst dies das Ende der Verbrennungen sein. Schätze sind nicht immer da, ne? Nee. Tja, ich dachte ich bald. Das könnte echt böse enden. Das war echt ein mieser Drecksack. Haben wir gut geschafft. Oh, ein Speer. Ansturm ruft 4 Uhren herbei. Haben wir Ansturm? Ne, haben wir gar nicht. Aber macht uns auf jeden Fall stärker von den Werten. Angriff, aber ordentlich stärker. Was hat der? Okay. Typkernschaden. 190, 19 Nähe. Schaden gegen Gegner. Fertigkeiten. Ja, der Schaden ist auf jeden Fall besser, weil die andere bringt uns ja auch im Endeffekt nicht wirklich was. So, das bringt uns auch nichts. Aber das Schwert heben wir uns mal auf. Die Rose bringt uns auch nichts. Okay, die Truhe ist da. Kein Loot. Geil.
macht schon wieder Bock. Bums, 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 alles kaputt machen. So läuft der Hase hier. Perfekt. 15 Punkte braucht man noch. Das heißt, rein theoretisch müsste eigentlich eine Quest reichen. Aber Blizzard ist halt auch die unfähigste Firma überhaupt. Ach, fuck, ich meine, seit Shadowlands sehen die das nicht. Guck dir doch bloß mal Diablo 4 an. Guck dir bloß das Pferd an. Das ist doch... Das ist einfach... Wenn du denkst, in Maltraxus auf der Map ist ein Rechtschreibfehler. Ja. Da steht Haus der Konstruke. Das muss man Tickets schreiben, muss man darauf hinweisen. Vielleicht wären sie nicht schlauer. Das muss ihnen doch auffallen. Natürlich nicht. Es ist Blizzard. Was erwartest Haus du? Haus der Konstruke. Vielleicht ist es ja so gewollt. Weiß nicht. Ach, am Arsch. Ich glaube schon. Die trollen einfach rein. Guck dir mal an, ein Spiel, ein Mord draußen, direkt eine Season rein. Das ist geil. So, also die Waffe können wir erstmal wegschmieden. Wobei, Schaden gegen Sündgegner, Gefetze auf alle Werte. Das ist eigentlich schon stärker. Die Werte sind halt besser, ne? Alle Werte. Überarbeitungsschaden, 6 Schaden über Zeit. Ja, die Waffe ist nicht besser. Also ihr müsst hier gucken, wenn ihr Krieger spielt, dass ihr immer schaut, dass ihr erstmal die Waffen auf alle Werte, dass die höher sind und dass ihr die Gegner auch mit hinrichten treffen könnt, ne? Und kritische Trefferschaden. Das ist besser als Gegner in der Nähe. Also ihr müsst da... Die Waffe vom kryptischen Partisan ist zwar vom Grundschaden stärker. Eigentlich zum Levelbereich ist es. Man muss es testen. Aber Schmiede. Ich glaube, dass das einfach stärker ist eigentlich. Das ist zwar nett, aber das ist nicht so stark wie jetzt die Waffe. Es gab ja dieses Mount für. Wie heißt der Dungeon? Seuchensturz alleine durchrennen. Ja. Gibt's das noch? Ja, mythisch musst du es machen. Okay, dann mach ich das als nächstes gleich. Das musst du nur mythisch machen. Erstmal guck ich wegen der Truhe. Sie sterben. Ja. Und dann geht meine Reise weiter dorthin. Alle betroffen. Ich fühle mich gar nicht gut. Diese Krankheit. Es hat mit einem. Ist wahrscheinlich einfach zum Solon. Ja, muss auch mittig sein. Tut mir leid, Kinder. Ja, kein Problem. Ja, war versucht auf den Scheiterhaufen des letzten Feuers nach der Leiche des Mannes. Ich suche jemanden, der mich. Alles kein Problem. Feuer reinigen, was nicht geheilt werden konnte, und heilen, was nicht zu reinigen war. Hauptsache bei dem einen Patch steht, wenn dieser Spezies ihre Beute mit Gift bespuckt, ist es dann einfach immer noch Gift oder einfach nur eklig? Sie hat das Amulett gegen mich gerichtet, ihren eigenen Bruder. Weiß ich nicht. Sie hat mich getötet. Ich weiß es nicht. Er ist der Bruder. So, da rein noch. Also wie gesagt, ich mache jetzt noch den Dungeon fertig, dann werde ich noch eine WoW spielen. Und dann gucken wir, ob ich dich einladen kann. In die Gilde? Ja, kann ich. Sobald die den Namen Kavaloria sehen, wirst du direkt degradiert und wirst direkt rausgeworfen. Hundertprozentig. Ich habe da in dem Handelscheck kennengelernt, aber der hat leider kein Mikro.
Sag's dir, hundertprozentig wirst du direkt rausgekickt, wenn die wissen, dass ich das bin. Als ob. Und ich wette auch, dass einer von denen heimlich zuguckt, weil die kriegen ja die Nachricht auf ihren Discord vom Stream. Und dann werden die gleich sagen, ja, pass auf, der Kuna, der verhandelt doch mit Nico. Und dann wirst du direkt wieder degradiert, ich seh's jetzt schon. Dann soll er mich rauswerfen. Könnte mir nicht... Nee, du sollst ja Gold reinbringen. Die können dich ja nicht rauswerfen, du sollst ja Gold reinbringen, also... Wenn sie dich rauswerfen, bringst du ja kein Erzeugnis mehr rein, das können die nicht machen, hallo? Kuna, das geht aber nicht. Sich also verantworten und das Gildending raussetzen. Hallo, du sollst Gold ranbringen. Hey. Das Ehrenloseste wäre, alle Leute entfernen und dann Gilde löschen. Ja, das ist auch witzig. Nein. Wenn du das machst, dann bekommst du richtig auf den Maul. Ich habe immer noch einen Char in der Gilde, das wissen die nicht mal. Dann nimm den raus. Das ist ja das Schöne, das wissen die noch nicht mal. Das ist immer noch da ein Schaden. Welchen? Ja, das werde ich dir nicht sagen. Ganz unter uns Klosterschüler. Ja, ja. Welchen? Monk. Monk? Monk oder was? Krieger? Ich weiß es nicht. Warte. Nachtklasse. So viele Monks haben wir nicht. Kenn ich. David kenne ich auch. Er steht nur ein Name drin, der in der Gilde ist, wo keiner drauf kommen würde. Ach so, wahrscheinlich irgendwas mit Skill oder so. Hier ist er. Ich weiß halt auch nicht, wo ich Leute finden soll, die auch Bock auf Erfolge haben. Nicht in der Gilde. Da hat keiner Bock zu sowas. Die schaffen es ja nicht mal, doch, die jetzt. Ich hab einen angeworben, der Bock hat. Der macht auch Erfolge. Okay, das ist doch schön. Aber in der Allgemeinheit hast du meistens niemanden, der das mitmachen will. Ja. Die Leute wollen halt die Meta-Erfolge haben für Mount. Ja, das ist halt fertig. Das ist das Einzige. Pilze suchen. Ich bin hier fucking Detektiv. Detektiv. Ich muss hier rum fliegen. Ganz kleine Pilze bieten. Man kommt. Der Detektiv mit der Lupe laufe ich rum. Sterb einfach nicht, Kerle. Tut mir natürlich leid für die Zuschauer, aber kann nichts machen, wenn die Leute einfach zu schwach sind. Ich spiele schon auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, den ich aktuell kann. Sobald ich Level 45 bin, versuche ich die 50er zu machen, dass ich auf den dritten Stufenpunkt aufgehe. Geil, ich finde den Film, das ist der falsche. Wunder. Auf.
dam da dam da dam dam da dam 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 dam. Wir können ja mal so machen, einer Fall kämpfe ich dir, einer Fall kämpfst du mir. Das ist beide gerecht, oder? Warum nicht Erfolge, die uns beiden fehlen? Na, fehlt dir mal so ein paar Daria noch? Mal gucken, ob es geht. Das müsste gehen. Pandaria, Moment. Dungeon? Oder? Raids. Pandaria. Ja. Da fehlt mir überall einer. Terrasse, Thron und Schlacht fehlt mir noch. Kram. Aber großteils Pets. Mounts habe ich viele. Aber die Frage ist halt erstmal, ob das geht. Muss gucken, ja. Weil sonst musst du transen. Nee, ich transe nicht. Ich werde auch mein Zimmer nicht mehr verlassen auf Dauer, dann bleibe ich da noch. Du machst einfach Black in der Allianz. Man kennt ihn. Nein. Der Einzige. Warum soll ich denn? Bester Paladin Black in der Allianz. Ich war auch so ein guter Paladin. Aber nicht der Beste. Der Beste muss ich auch nicht sein. Wenn du wirklich der beste Allianzler auf Blackhand sein kannst, mach doch. Hast wenig Konkurrenz. Alle Hordler. Mal gucken, ob ich den Dungeon Solo hinbekomme auf Mythisch. Muss ich den ganzen Dungeon machen oder nur bis zu einem gewissen Punkt? Dungeon musst du komplett machen. Das heißt alle vier Bosse. Ja. Geil. Das musst du leider komplett machen. Sonst zählt das Pad nicht. Oder das Mount. Wo ich Urlaub mache mit meinem Paladin. Ja. Ey, ich mach keinen Schaden, geil. Aber die machen auch keinen Schaden, geil. Wie viel Gear hast du? 400 in meinem Paladin. Der hat aber die Biss-Trinkets. Der hat die Biss-Trinkets. Ich hab auch Biss-Gear. Altes Paar bei den Felsen. Vollständig bezahlt. Ach, fuck. Oh, cool. Wilder Trinker. Theoretisch rausbauen. Gib dir gleich Bescheid, wenn ich den ersten Boss solo kann. Ja. Dann weißt du auch, ob es geht. Weil der hat halt 1269 KHP. Siehst du gerade die Pallen, ja. 19 Uhr an, weil ja einer noch in der Arbeit muss. Ja. Das ist halt immer blöd, wenn du arbeiten musst, dann musst du immer dazwischen, das ist immer blöd. Ja. Nein, aber der Erfolg geht locker. Das ist gut. Bin ich eher auf Mythisch drin? Ja. Der heilt sich! Wo kommen wir denn da hin, wenn wir uns jetzt heilen auch noch? Bam, bitte. Danke. Ein bisschen mehr.
fände es ja geil, wenn alle Erfolge einfach übergreifend wären. Ja, das wollten sie, das gibt's ja bei C und A, also COA gibt's das ja. Was ist das? Das ist Conquest of Azeroth. Kenn ich nicht. Privatserver-Gedöns? Oder wie? Warte ganz kurz. Soll ich warten auch noch? Ich hab grad Nachricht vom Chef gekriegt, weißt du? Ja. Nimm mal was nicht, schreibt er? Ja, dass ich nur, dass ich schon mal Schuh packen soll. Jetzt? Wahrscheinlich, ja. Er glätzt gerade ab, muss er warten. Okay, Der Boss geht nicht. Wieso geht er nicht? Der tötet mich. Welcher ist denn das? Der untere oder welcher? Der Doktor. Der Witch-Doktor? Ja. Na, der ist heftig. Ich klär mal den Trash. Ich habe einfach gepult. Mal gucken, ob es ohne Trash leichter ist. Ja. Wahrscheinlich. So. Weil der erste war Easy Mode. Ich bin jetzt gerade hier gucken, dass ich die Punkte kriege, weißt du, die Gebiete auf Stufe 3, damit ich nur noch die Fertigkeitspunkte bekomme für meine Builds. Ja. Weil bis ich in die Weltstufe 4 kann oder 3, muss ich halt noch extrem viel machen. Aha. Aha. In either heroic or mythic. Danke dir, ne? Wie bitte? Das mit dir ist hoffnungslos. Wieso? Erfolg sagt heroisch oder mythisch. Da haben sie es geändert, früher war es mythisch. Keine Ahnung. Aber als jetzt geht's. Ja, ist doch gut. Nehme ich an. Der ist auf 50%. Aha, der war das Gefährliche. In sein Ad. Ja, du musst die Blubs musst du kaputt machen. Ja, weiß ich jetzt auch. Schön. Schon, ne? Schon schön, ja. So, das kann ich alles wegschmeißen. Aber mein Problem ist, der hüpft so oft weg. Weißt du, was macht der? Sauerei. Ich mach halt zu viel Schaden. So eine Sauerei, der einfach weghüpft. Dort drauf. So, schnell noch die Punkte holen, die Transportpunkte und dann. So, Boss tot endlich. Die Schmiede ist immer heiß. Hauptsache, das Kind von meiner Cousine war heute zu Besuch. Die ist ein Jahr alt und kann ein Wort sprechen. Nein. So süß. Egal, was du ihr sagst, nein.
Gut. Ja. Wahrscheinlich das Wort, was er am meisten gehört hat. Ist wirklich haben so. Haben wir auch gesagt. Das ist das erste Wort, was er am meisten hören, ist nein. Das sagen sie dann. Valilo, bei meiner Großen war es auch so. Das erste Wort war nein. Ja. Ach so, da, die das war bei meiner Kleinen auch so. So, vorletzter Boss. Ah, na fuck. Kommst da gar nicht rüber. Scheiße. PvP trinke beste. Einfach aus dem Spinnennetz rausgehen. Muss ich umreiten mit Sauerei. Ich glaube, ich sterbe. Ich bin im Spinnennetz. Nein. Geil. Zwei fehlen uns, sind zwei Stützpunkte, gell? Ja. Okay. Da kann man auf jeden Fall hin, müssen wir durch das PvP-Gebiet laufen. Das könnte ein bisschen knackig werden. Hier haben wir auch alle Porter. Und da unten fehlt ja noch. Aber wir wissen eh nicht, wir wollten eh da. Fehlt ja eh nur noch. Na, zwei Stützpunkte wären 100, 200 Punkte. Ja. Da ist auch noch mal einer, den wir uns holen müssen. Das ist aber Trockensteppe. Okay. Naja, gehen wir erstmal Kiowa Stadt. So, liebe Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielleicht klappt das dann. Im nächsten Video, also im sechsten Punkt, werden wir auf jeden Fall einen Steam Key verrollen für eure Geduld. Wer dabei ist, kriegt auf jeden Fall einen Key. Also wer halt dann von den Spielern, von den Zuschauern dabei ist und sich im Chat meldet, der kriegt auf jeden Fall dann nächste Runde einen Key. Und wahrscheinlich später noch ein bisschen Diablo, jetzt gehen wir dann mal WoW. Aber WoW will ich gerade nicht streamen. Ne? Also wir sehen uns dann später. Ciao, Leute.